I saw Tutu. Come on, guys. Yes, I said. Ah, look there. Ja, und damit sind wir in Sektor I3. Michael here. Und da ist eine etwas schwierige... Lauf doch nicht da rein, du Irre. Willst du mich umbringen? Wir sind sicher Minen. Man sieht ja buchstäblich die Krater. Und die Meldung. Ich schüttel mit der Hand bei alten Zeitungssätzen gekritzelt. Achtung Minen steht da, ja. Totes Kopf des Fuß mit brennenden Explosionspunkten bedeckt. Und der eine sagt auch, wir sollen nicht im Minenfeld spielen. Wird den gerade looten, okay. Ah, da kann man das looten. Ganz ehrlich. Wir rüsten Techno aus. Sprengstoff geht an Barry. 9 mm Standard. Und eine MP. Und eine volle MP. Ist ja geil. Kriegst Barry. Kann sie nicht Minen detecten? Ich habe keine Minen auf dem Schirm. Ich habe auch keine. Also normalerweise da, wo Flaggen sind. Weil es ist halt auch nachts und regnerisch. Also die Detection-Fähigkeiten sind deutlich eingeschränkt. Wir laufen jetzt erstmal außen rum. Ich glaube auch, dass das zu einem Feuerkampf führt, wenn wir zu denen ranlaufen. Das sind 2, 4, 6 Gegner, 2 Marodeure, der Rest sind Schurken. We have agreement. Ist mir auch gerade ein bisschen schön, dass immer rechts-links-Klick. Yes. So, Notiz. Okay, Tony, du bist mit den Granaten dran. Trag sie mit den Händen, kein Auto fahren, du weißt, dass diese Irre keine Ahnung hat, was Sicherheit bedeutet. Pierre, das hat gut funktioniert, oder nicht? Kann sie nochmal untersuchen. Ah, Technik-Check erfolgreich, okay. Bauteile bekommen. Und das können wir noch plündern. Mehr Granaten. Bitte schön, Barry. Ah, das sind mehr Metz und Schwarzpulver. Okay, Schwarzpulver geht nicht in den Truppenvorrat. Hello. We have agreement. Sure. Im Metz, da geht's dann raus, da geht's dann zu The Rust. Da ist dann aber auch Kartenrand, mehr und da dann nicht. Ich frage mich, wie weit die mich sehen. Da sind noch Kräuter. Ja, da gehen aber auch die Minen los. Da ist doch eine Kiste, oder nicht? Ja. Eine Kiste. Oh, Brech. Hätten wir nicht ein Brecheisen in der anderen Region gebraucht, um... Okay, sie trägt ihr Messer so mit sich um. Hätten wir nicht das Brecheisen gebraucht, um die eine Kiste aufzumachen im anderen Gebiet? Müssen wir eventuell da nochmal kurz zurück und da die letzte Kiste aufbrechen. Und jetzt da erstmal außen rum, weil da scheint anscheinend kein Timer drauf zu sein. Die warten bis auf mich. Ich habe bloß Angst, dass sie in diesem Sand hier irgendwo Minen drin stecken. Da geht's auch weiter. Oder auch nicht. Ja, ist einfach Kartenrand, wie es aussieht. Da gibt es aber auch kein Schild, das man hier weiterreißen kann. Das ist auch interessant. Okay, und da ist Didi Bombastic. Hat sie die Minen hier verlegt? Ich muss gerade den Text noch realisieren. Bitte, was stimmt mit der nicht? Wir schicken mal nur eine Person vor und ich loote erstmal rundherum. Hoffe, dass da keine weiteren Bomben versetzt sind. Alter, noch eine Waffe. Was ist das schon? Okay, das sind Bauteile. Didi Bombastic, was stimmt mit ihr nicht? Anscheinend spielt sie mit Sprengstoff. Okay, wir haben einen Haufen Bauteile. Dann... Linksklick ist reden, genau. Oh, hi, I'm Didi Bombastic.
bombastic. You here to pick up some boom toys? I just sort of blew up the last batch, but I can make some more. Erste Frage, geht's dir gut? Are you hurt? Any dizziness? Ich hab das in einer anderen Art und Weise gesagt. Oh, don't worry about me. Explosions are common around here. I put a blast shield under the workbench and I've gotten really good at vaulting over it. Stimmt, verkauft ihr uns was? Yeah, but I'm low on supplies. Bring me parts so I can create some boom toys. I can make the boring types, but also some novel designs. Nicht sicher, über was es da genau redet. Okay, wir können dir 25 Bauteile geben. Halleluja. Have you tried the rust? That bunker is full of useful stuff just waiting to be conjured into beautiful explosions. There may be some Elysian boys around, but they're not that bad when you get to know them. Oh, wait, I'll draw you a map. Okay, das heißt, wir haben weitere Infos bekommen und können sie noch weiter ausfragen. Yeah, talk fast. I just set the timer. I'm joking. I don't even use timers. Oh, explosives are so much fun. Die Frau hat ein Rad ab und der Regen hat gerade ausgesetzt. Kann Witze machen, nicht sicher. Könnt ihr euch im Namen fragen, warum Sprengkörper? That's what they call me. Well, at least that's what I call myself. That grumpy old guy Basil calls me a bunch of other names, but half of them I don't even understand. What does whack job mean anyway? At least those Legion boys respect my work. They are very careful and polite around my workshop, and they bring me useful parts for explosives. Ja, die sind vorsichtig, weil sie ein Rad hat. Well, it started as a hobby. There's a bunch of old war stuff all along the coast, landmines, artillery shells, mortar rounds. I used to play real-life Minesweeper with my friends, until I ran out of friends. Es wird immer besorgniserregender. President Du? Sorry, no idea who that is. I hope I haven't blown him up or something. People are so careless in minefields, as if they don't have one at home. Die Frau ist einfach doch, wir können... Okay, Barry hat einen 92er Sprengstoff. Können wir das von ihr verlangen, dass sie der Legion nicht mehr hilft? But they are nice. They bring me parts to make boom toys. These parts? Very low quality. However, they don't allow me to go near their fort, which is full of wonderful stuff. If you can convince them to let me inside, I'll have enough parts to make boom toys just for myself. Ah, okay, wir kommen wohin. Nicht sicher, bei Scherzen habe ich Angst, dass die uns hochjagt. Um ehrlich zu sein. Kann sie ja einen Auftrag. Wie viele Bauteile habe ich? Have a boom, boom, busting day. Genau, wir haben EP erhalten. Wie viel EP braucht man eigentlich für ein Level-Up? Kann doch irgendwo meine Söldner-Info angucken. Es ist auf jeden Fall noch Stufe 1. Statistiken. Er war schon vorher Stufe 2 im Normalfall. Ich sehe jetzt auch keinen Verlaufsbalken, ne, von der Stufe. Ich sehe hier einen Verlauf, aber da steht nichts mit EP. Also nicht sicher, wie genau das funktioniert. Das gibt auch nichts weiteres. Notizen. Stimmt, ich habe meine Notizen gar nicht mehr weiter durchgeguckt. Seeweg von der Insel. Dorf Ani ist besetzt. Den Major zur Strecke bringen. Rettung des Präsidenten. Bastian, genau, der ist in H3 in The Rust. Sein Versteck haben wir. Ansonsten, den E-Mails gab es nichts Neues, glaube ich. Ansonsten, die Hilfsseite hat noch ein bisschen mehr. Achso, war das jetzt. Ich war gerade wirklich, so kann ich das nicht scrollen, aber die Truppvorräte sind ja da. Ja, wir haben nur auf eine Rüstung, das ist auf Techno. Da müssen wir eben drauf gucken, dass die Schaden. Also wir wissen, da ist ein Minenfeld. Sie hat es uns ja quasi mehr oder weniger explizit gesagt. Die Frage ist, wie decken wir Minen auf? Muss ich da auch einfach ranlaufen? Da langsam ranlaufen? Macht das einen Unterschied? Etwas Schutz gegen Explosivschaden. Mehr Schutz gegen Explosivschaden. Wenn ich crouche. Kann auch... Das, was ich sage, finde ich das... Okay, ich habe Kräuter gesehen.
Aber ich habe noch keine einzige Mine gefunden. Ah, sie ist auch die falsche dafür, ne? Oh mein Gott, oh mein Gott. Wir brauchen Sprengstoff dafür. Sprengstoff, nicht Technik. Bitte krabbel hier relativ safe wieder raus. Dankeschön. Falsch gedacht. Komplett falsch gedacht. Das hätte schief gehen können. Sonst mal mit Barry, weil der ist ja fast maxed out. Also der müsste das ja sehen. Ob er das entschärfen kann, ist eine andere Frage. Moving toward destination. Moving, as of this moment. Ah. Frage ist, kriegt er das hin? Yes. Gucken wir mal. Okay, wir können Minen deaktivieren. Das ist auch so ein Spielchen mit dem Feuer. Perhaps like this man. I will go presently. I am in movement. Die Frage ist natürlich, wie viel sind in dem Feld noch? Wahrscheinlich einige. Moving toward destination. So kann man auch Sachen looten. Caution. There is a trap here. Nochmal eine. Ich würde die am ehesten von hinten angehen. Also man kann mit denen reden, aber ich schätze mal, reden führt nur zu... Keep your money. Just let me go. Oh, sweet Jesus. I think I stepped on one. Oh boy. Jetzt ist die Frage, wir können eingreifen, aber das wird zu einem Kampf führen. Who are you? No, don't tell me. I don't care. First we kill you, then this rat here. Das ist natürlich jetzt kein schöner Spot. Wie weit kommen wir weg? Wie weit kommen wir in Deckung? Hier drüben. Ich hoffe, das sind keine weiteren Minen. Ging, okay. Trotzdem ist mein Kopf, glaube ich, da erreichbar. Das wird jetzt natürlich äußerst spektakulär. Okay, will do. Aber wir haben ja nicht alle Minen weggeräumt, also es kann gut sein, die laufen noch in Minen rein. Yes. Ist halt deckungstechnisch echt nicht viel los. Acknowledged. Schauen wir mal, wie das so wird. Das ist kein guter... Wir müssen dann wahrscheinlich zu ihm hin und gucken, dass wir ihn von der Mine runterkriegen. Guck jetzt, ich hoffe, dass die da reinlaufen. Wow. Kann der jetzt noch schießen auf die Distanz? Alter, der trifft auf... Was? Okay, es ist nur der Teufel. Was zur Hölle? Ich hau ich sowas von der Granate rein. Kriegen wir alle vier? Wir kriegen alle vier. Besser wird's nicht. Yes, that was efficient. I am pleased. So, ihn müssen wir loswerden. Da oben. Michael here. Können den noch wegsnipen? Okay, das geht leider nicht. Aber ich muss Hockey gehen. Ich brauche ein bisschen mehr Deckung. Da können natürlich noch Sprengstoff irgendwo drin stehen. Das könnte uns ganz andere Probleme machen. Das heißt, Michael, du kümmerst dich. I can't do it. Maybe someone better than me should take this shot. Okay, da müssen wir massiv verstärken, dass der den Schuss durchkriegt. Oder wir können ihn einfach boxen. Wir können ihn doch einfach boxen. Ich glaube, der ist da eingesperrt. Wir können voll auf den Hals.
that. Oh wow, er verfehlt beim... Okay, zumindest das ging. Nein, nein, nein. Ah, okay. Gut. Schaffst du da ihn? Es reicht ein Oberkörperschuss. Und irgendwo habe ich eine Tretmine damit erschossen. Okay. Guck mal, einen Schuss haben wir nicht drin. HP ist aufgebraucht. Nicht sicher. Ist hier hinten die Mine hochgegangen? Irgendwo hinten ist eine Mine hochgegangen. Ah, der eine ist verletzt, der andere ist fast tot. Aber wir können gerade nicht mehr tun. Gut, dass der nicht trifft und er ist schon schwer verletzt. Okay. Da ist noch einer. Dammit. Hallo. Wir haben aber nochmal mehr Sprengstoff. Ist mir jetzt egal, weg mit den Typen. That was so cool. I wish I could shoot like that. Ready to do stuff. Du versuchst ihn weiter zu punchen, bis er tot umfällt. Oh, I have no cover here. Come on. Vielleicht sollte ich auch nicht auf den Hals schlagen, ne? Ich meine, er ist fast down. Wir können ihn noch einsperren. Target locked. Und für dich. Um einen weiteren auszuschalten. Ah, hat nicht ganz funktioniert. Treffgenauigkeit ist aus dem Thema, ne? Sollte er nicht dann irgendwann tot umfallen? Ja, natürlich. Alter. Okay, der ist erstickt. Immerhin etwas. Hast du noch Sprengstoff? Du hast noch Sprengstoff. Ich nutze jetzt dafür meinen ganzen Sprengstoff, aber es ist mir egal. Okay, ich habe kein... nichts davon. Das heißt, wir können nochmal in die Knie gehen. Das geht nur mit freiem Zielen, aber wir könnten uns theoretisch noch... umpositionieren, aber ich glaube, das... endet unsere Deckung. Nichts besser wird sie quasi nicht. Wir können uns theoretisch noch hinlegen. Machen wir das mal. Genau, lassen wir ihn mal so. So, und mit dir mal nochmal einen Treffer zu landen. Ein Kopfschuss wäre geil, aber ich traue deiner Treffsicherheit sowieso nicht. Genau deswegen. Michael hier. Muss wieder auf eine vernünftige Waffe wechseln. Ja, du verbindest dich mal. Normal, der soll den jetzt nicht sehen und auf die anderen hat er relativ schlechte Reichweite im Normalfall. Time for a last stand. Hello. Wie gesagt, wenn sie mal vernünftig was treffen würde. Aber nein. How can I assist? Dann fliegt da einfach nochmal einer. I don't care. No more enemy exists in region. Gott sei Dank. So. Weil wir müssen jetzt erstmal mächtig verarzten. Der lauft nicht in der Mine. Dankeschön. Okay, der hat zumindest sein... Oh, kriege ich da den Balken wieder? Wenn es dunkelblau ist, glaube ich, könnte der geheilt werden. Yes, okay, sehr schön. Trotzdem sind wir ziemlich angeschlagen. Plündern können wir auch nicht so viel, weil ich natürlich die meisten hochgesprengt habe. Das ist der Nachteil am Sprengen. Aber ich glaube, sonst hätte das wirklich nicht funktioniert. Gott, ich muss mit dir langsamer laufen. Die Frage ist, kann sein Tretminen deaktivieren schief gehen?
Dass die da nicht reingelaufen sind. Gut, die haben sie wahrscheinlich selber gelegt, ne? Und seine müssen wir dann noch deaktivieren. Ist da noch eine dazwischen irgendwo? Wir cleanen jetzt erstmal den Strand hier von lauter Minen. Barry farmt halt Kills ohne Ende. Yes. Moving toward destination. Wir können das untersuchen. Ja, wir haben ja genau den Spezialisten, der sie entschärfen kann. Und damit haben wir Hermann gerettet. Hoffentlich läuft jetzt nicht direkt weiter um die nächste Mine. Wir reden mit ihm gleich. Ich will zuerst das Sprengstoff überall weg können. Also Barry's Skill ist anscheinend so hoch, dass das funktioniert. I am in movement. Oh mein Gott, noch ein MP. Halleluja. Wunderbar, Granate, den Helm hast du dir auch verdient. I will go present. Moving toward destination. Ich laufe nur langsamer, weil ich Angst habe, eben in Minen zu treten, wenn ich zu hohe Geschwindigkeit da aktiv habe. I am in movement. Moving toward destination. Aber ich glaube, der Strand ist mehr oder weniger clean. Ich war trotzdem nur Barry hier durch die Gegend laufen lassen, weil mit allen anderen ist mir das viel zu gefährlich. Ich habe schon genügend Hitpoints eingebüßt. Es sind wirklich einige hier, ne? Moving toward destination. Yes. Spannend, dass ich hier rauslaufen kann. Sonst gibt's hier nichts. Nicht mal eine Kiste oder so. Aber gut, wir ziehen relativ viel Sprengstoff dadurch daraus. Es sind wirklich viele hier. Es ist cool, dass die da bleiben, wenn man die entschärft. Also, dass man die Minen immer noch sieht. Dass man auch mitbekommt, dass es hier wirklich ungemütlich aussieht. Den Weg noch ein bisschen und dann haben wir das, glaube ich. Das heißt, ihr habt auch einen schönen Überblick, wo überall hier Minen liegen. So, Mr. Hermann. Guten Tag. I don't know who you are, but I owe you my life. Now I got to go home. My wife Martha will be upset. I'll never hear the end of it. Ja, was geht hier eigentlich ab? God damn this shot! They shot at them. They started beating people up and asking questions, so I told them who did it. I thought they would just slap him around. How could I know they'd shoot him? Then they brought me here and I thought I was a goner. Ah ja, wir sammeln noch ein paar Infos, wenn er was erzählt. Ah, okay. But I really should be getting back to Martha, my wife. Ja, alles klar, ciao, ciao. Let's keep this thing about Tine between us, eh? Everyone in town would get the wrong idea. See, I know you don't work for free, but I'll reward you when I'm back at my shop. I'll give you everything I've got. Just please keep my little secret, okay? Ich meine, wenn wir dafür bezahlt werden, warum nicht? Thank you. You've saved my life twice over. Come see me at my shop and I'll give you everything I have. Ich meine, vor allem, wenn er einen Laden hat, bin ich nicht abgeneigt. Genau, Tin, hey, das können wir jetzt theoretisch wahrscheinlich immer von erzählen. Oh, wir haben es überlebt. Wir haben es tatsächlich überlebt. Hallo. Als die Truppe losgestürmt ist, dachte ich schon, okay, das war's jetzt einfach. Aber es leben noch alle. Wir haben mäßige Verletzungen. Aber das hätte schlimmer kommen können. Die Frage ist, wo wir mal als nächstes sind. Erstmal auf jeden Fall noch Operation Heilung, die wir starten müssen. Klar, wir haben ein bisschen Sprengstoff aufgebraucht. Ready to, do stuff. Aber insgesamt, wie gesagt, das hätte deutlich schlimmer kommen. Jetzt die Frage, sind wir zuerst nach Ernie oder sollen wir zuerst nach H3? Ja, dann eher
I2 und dann H3, oder? Zumal I2 möchte ich eh noch vorbeischauen, wir haben jetzt ein Brecheisen. Ich denke, das machen wir dann noch auf dem Weg. Trotzdem erstmal Operation planen. Doc. Wie viel habe ich? 137 habe ich. Wir brauchen 20 dafür. Um das zu heilen. Ich weiß nicht, ob das mehr kostet, die mehr Hitpoints fehlen. Okay, relativ. Ich glaube, der. Genau, je nach Sektor ist das auch unterschiedlich, ne, wie gut man heilen kann. Vielleicht ist es im anderen besser. Das heißt, wir sparen uns das doch erstmal auf. Das heißt, wir wandern kurz rüber zu I2. Let's go! Ist ja kein Act, da waren wir ja schon. We're here. I mean, at this particular sector. Ich hoffe, die respawnen nicht. Wo sind wir? Ach, okay, Kamera ist. Map ist gedreht. I see. Eigentlich brauchen wir nur sie. Ein bisschen Auge drauf haben, nicht, dass nochmal Feindkontakt kommt, aber bisher haben wir das ja geräumt. Sektor sollte ja clear sein. Take a look at this. Irgendwas hat sie. Was? Sie hat gerade irgendwas gefunden. Oh, sie hat ein Lager gefunden. Ja, nice. Oh, ein Brecheisen. Wir haben kein... wir haben kein Inventory Space mit Barry. Man kann das nur umlagern, wenn die beieinander stehen. Und dann muss ich ins Inventar. Dann können wir das... Jetzt haben wir zwei. Okay. Von keinem auf zwei Brecheisen. Das hat gut funktioniert. Und Barry kann man auch noch den ganzen Spreng... Wunderbar, wir haben auch unseren Sprengstoffvorrat wieder aufgefüllt. Das hätte ja fast nicht besser laufen können. Dieser Backtrip. Und dann brechen wir das noch das Schloss nochmal kurz auf. Sie sollte technikmäßig. Ich hoffe, das ist technikabhängig. Bin mir jetzt nicht sicher. Das wollen wir dann gleich rausfinden. Ich mach das aus einer Mega-Distanz. Ah, ne, Kraftcheck. Okay. Wie viel Kraft hat sie? 60, aber es hat trotzdem gereicht. Wir hatten bis zu 78 dafür, okay. Wissen wir das künftig. Ne, AK! Ich habe keinen Platz. Wir haben auch ein Messer mit einem... Ich sehe, was mit dem mal noch anfangen. Aber gut. Das heißt, nochmal eine weitere Waffe. Und wir haben theoretisch noch Möglichkeiten. Waffen einzulagern. Tatsächlich, wenn ich eine weitere Waffe habe, kann ich nicht mehr auf Faust wechseln, ist mir aufgefallen. Aber gut. Ich glaube, das ist es wert. Das heißt, wir starten jetzt mal kurz noch unsere Heilungssituation. Und dann wandern wir als nächstes doch nach H2 und räumen die ganze Linie auf. Genau. Mal kurz gucken, ob das jetzt... 30, 2,6. Macht, glaube ich, keinen Unterschied. I'll get right on it. Trainieren. Okay, wir haben... Krass, man kann ausbilden auch. Okay, das wird vielleicht später nochmal ganz wichtig. So. Könnten die Helme noch reparieren? Die Waffen reparieren? Wir haben 100 Teile. Frage ist, wie viel das kostet. 12. Die AK, die Helme. Braucht einen Tag allerdings. Aber der braucht zum Heilen auch eine Weile. So, damit ist Reparatur und Heilung fertig. Wir sind wieder voll einsatzfähig. Wir haben noch 10 Tage mit den beiden. Wenn ich könnte ich mir eigentlich auch weitere dazu heuern? Wahrscheinlich schon. Ich meine, für ein vierter Soldat wäre vielleicht nicht verkehrt. Mal kurz noch gucken im Browser, was es da im Angebot gerade gibt. Gerade jemand der Treffsicherheit. Hat Treffsicherheit und hat eine Schrotflinte. okay. Also seine Treffsicherheit ist auf 80. Damit gar nicht so krass. Man kann überwachen in alle Richtungen. Okay, mag unterirdisch nicht. Hat minimale Genauigkeit bei hoffnungslosen Angriffen. Okay. Sie ist technisch, ne? Das sind alles Techniker. Und sie ist Allrounder. Sie ist gar nicht Allrounder. Sie ist die meisten Sachen relativ mies. Da wird es dann preislich schon deutlich knackiger. Buns. Sie hat eine Treffsicherheit von 68. Auch hier. Alle haben irgendwie eine hohe Weisheit. Kaum welche, die niedrige haben. Okay, wenn gegen Ziele, die von Verbündeten getroffen werden, hat sie einen Genauigkeitsbonus. Sonst ein Unterhändler. Schnellerer Abschluss der Ausbildung. Nicht schlecht. Ablenkender Schuss. Sie hat eine Pistole. Kostet halt 5k pro 7 Tage. Er schlägt mir Eis vor. Und Eis ist auch jemand, der mit Treffsicherheit auf sich war.
Er ist nicht viel besser als sie. Hat dafür Technikbegabung, sie hat dafür Medizinbegabung. Er hat deutlich mehr Gesundheit. Natürlich, ob sie sich verstehen, ist eine andere Frage. Wird eine Dame mit ins Boot holen. Aber versuch's einfach, wir rekrutieren einfach nochmal. Hello, this is Monica Sondergaard. It is a pleasure to meet you. I assume this is about a job and you were drawn to my superior skills and overall neatness. Ja, hier hast du Cash, bitte komm mit. Very well. I look forward to working with you. Ja, das hat auch einen anderen Rhythmus als die anderen beiden. Aber wir müssen erst noch warten, bis die ankommt. Die kommt erst in dem Tag. Das heißt, wir könnten eine Trainingssession machen. Von Barry auf... Okay, er kann nur einen Schüler trainieren. Dann Techno. Techno bleibt uns. Oder nee, kann mehrere sogar. Das dauert dann 2 Tage. Okay, wir können gucken, welchen Wert. Was hat er denn für gute Werte? Mein MD könnte die anderen beiden dann Medizin ein bisschen ausbilden. Abbrechen. Wir müssen das kurz neu sortieren. Ach, das muss ich im Vorfeld ändern. I see. Medizin. Was haben wir denn noch? Sprengstoff. 93 mit Barry. Technik. Kann genau Techno das machen. Treffsicherheit. Sind sie alle ähnlich schlecht. Das ändert sich sowieso nicht. Führungsqualität. Sie tatsächlich am besten. Kraft macht sich auch nicht keinen so großen Unterschied. Können den Geschicklichkeit, können die anderen boosten, aber ich glaube, das bringt nicht so viel Beweglichkeit. Sind sie auch recht ähnlich. Also mir ist ein Medizin-Grundkurs, damit sie die anderen auch heilen können. Macht das Sinn? Ist die Frage. Oder wir geben... Ihr Krafttraining bringt nicht viel. Was ist das, wo einer ein bisschen besser war als die anderen beiden? Hier. Dann machen wir die Geschicklichkeitstraining. Und einfach mal gucken, was es bringt. Weil wir will eh warten, bis unsere weitere Dame mit dabei ist. Das heißt, die können einfach mal loslegen für 2 Tage. Ach, die kommt als zweiter Trupp, sehe ich gerade. Das heißt, wir müssen die Trupps irgendwie kombinieren. Du brauchst halt, wir brauchen 3.300 pro Tag. Also wir können noch... Hey, neat. I learned something new today. Okay, schon ein bisschen was gebracht. So, dann... Trupp Nummer 2. Genau, die schieben wir jetzt rüber. Ich muss gucken, mal, ob man das irgendwie kombinieren kann. Das Training ist jetzt auch abgeschlossen. Ne, ist gleich abgeschlossen. Plus 1 Geschicklichkeit, plus 2 Geschicklichkeit. Okay. Dann... I'm at the location. What next? Wie kann ich euch... Trupps verwalten? Kann ich die hochziehen? Yes, okay. Trupp Charlie. Okay, bis zu 6 Leute geht das. Krass, aber das kann ich mir aktuell nicht leisten. Also wir könnten die dann aufteilen später. Wann ist unsere teuerste? Das heißt, wir sollen uns ordentlich Schießunterstützung geben. Da sind wir nicht mehr ganz so im Nachteil gegen die ganzen Leute. Weil das Dorf Arnie zu befreien wird, ist, glaube ich, ein bisschen größer Act. Aber das kommt dann im nächsten Part. Stadtgebiet und Dschungel. Aber ja, wir reisen mal hin und da steigt dann als nächstes die Party. Das ist mir. Bis zum nächsten Mal und ciao.